Irgendwie fehlt mir was. Was denn? An meiner Wrist, weißt du, was ich meine? Ich wäre gern iced out. Speaken wir dieselbe Language, Lukas. Sieht man das? Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich jetzt ganz kurz mal ins Internet gehen und mir eine Rolex bestellen. Diese Box hast du mir zukommen lassen. Dicker, willst du mich verarschen? Schau, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Leider Gottes ist heute Vive dabei. Schönen guten Abend. Leute, falls ihr auch denkt, dass Revi stinkt, geht auf jeden Fall in den Itemshop, nutzt bei Support the Creator den Code REWINSIDE. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Leute, wir machen es direkt mal ready und spielen heute wieder eine Runde, wenn ich du wäre. Lukas, ja. An der Stelle, ja? Eine ganz, ganz wichtige Geschichte, Lukas, ja? Hast du zufällig irgendwo bei dir echte Pflanzen im Haus? Nee, ich hab nur Fake-Pflanzen. Keine einzige echte Pflanze? Nee. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt, Digga. Okay. Dann passt es auch. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach eine Fake-Pflanze nehmen und da mal ein richtig leckeres Stück von abbeißen. Das ist Plastik, davon kann man sterben. Richtig. Ihr seht die Leute, eine Fake-Pflanze. Grüße an der Stelle raus an Ikea. Weiß gar nicht, ob ich das abgebissen kriege. Schmeckt, sagst du? Boah, locker, ich krieg jetzt eine Vergiftung oder so. Egal, einmal reingebissen reicht, Lukas. Du bist dran. Komm, auf geht's. Hast du einen Stift oder so da? Nö. Voll den ekelhaften Geschmack im Mund. Ja. Du hast einen Stift da. Nein, hab ich nicht, Digga. Ich habe. Wenn ich du wäre, ja. Ziehst du dir jetzt dein T-Shirt aus und schreibst dir auf die Brust Vive mit 3i. Ja, womit? Mit Blut oder was? Soll ich es mir in. Ja, im Notfall mit Blut, ist mir egal. Gut, Lukas. So. Ja, was ist deine Aufgabe? Keine Ahnung. Was ist deine Aufgabe? Ja, überall Gegner, Digga. Ja, komm. Ja, komm! Lol, Alter, schon wieder tot, der Vive. Geht diese Nate da rein? Nee. Ja, das war. Oh, ich bin rausgegangen. Ich dachte, du wärst gestorben. Nein, lebe noch. Oh, Lukas. Das ist aber nicht legal, ne? Ich hoffe, das weißt du selber, Lukas. Oh, an der Stelle würde ich jetzt mal ganz kurz ein richtig altes Kinderbild von dir suchen. Ja? Hast du da zufällig was? Bestimmt, oder? Boah. Digga, ich habe kein Bild. Ich habe eins auf Instagram mal gepostet, ja, warum? Okay, dann würde ich das auf jetzt in deinen Community-Tab posten. Nein, der hat voll das Doppelkind auf voll behindert gelacht. Genau. Und dazu schreiben, Leute, wie könnt ihr eigentlich jemanden wie mich unterstützen? Grüße gehen raus. Wenn ich du wäre, an der Stelle. Kein Problem, du hast eben ich mach Bild das, von meinem, ich mach von, das. Ja, okay, ist doch super. War wieder ganzer Server gegen mich, oder was? Na, hoffentlich stirbst du. Das hätte ich gar nicht mal so unwahrscheinlich, mein Bruder. Ja, was ich hier mache für dich, ne? Ich spiel's gerade richtig eklig, Alter, warte mal. Ja, ich weiß ja nicht, wollen wir mal sterben, oder? Ja, bin ich jetzt auch tatsächlich. Hatte leider keinen Heal mehr. Aber für drei Teams hat gereicht. Naja, gut, Lukas, du bist wieder dran. Super, dann machen wir mal erstmal ready, gehen hier in die nächste Runde rein, nicht? Ja, machen wir. Komm. Sorry, Leute, dass ich gerade so concentrated war, aber hätte ich Heal gehabt, hätte ich den auch noch geholt. Nachdem ich jetzt ja wieder was im Community-Tab posten musste, Revi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal gucken auf eBay und mir einfach mal einen Fortnite-Account suchen. Ja. Der einfach nichts drauf hat. Den man halt eigentlich ja umsonst erstellen kann, aber du kaufst den dir einfach. Weil, weißt du, du hast einfach die Kohle. Und da musst du einfach mal was raushauen. Auch wenn es nur ein Euro ist. Ja, es gibt, glaube ich, keine Accounts, die... Ach, nicht schlimm, dann mache ich einen. Was? Du, da finden wir eine Lösung. Fortnite Random Account. Wenn es halt keinen gibt, dann mache ich einen. Aber Fortnite der wird Random dann halt Account für 5 Euro. Ja, dann ab geht's. Kaufe ich dir, warte. Sofort kaufen. Den hätte ich aber ganz gerne, aber ganz schnell. So, Leute, PayPal. Und jetzt bezahlen. Ja, da habe ich endlich mal einen neuen Account. Ja, Mensch, sowas aber auch. Da muss ich mich auch nicht mehr Revi Stink nennen, ne? Ja, ganz toll. So, 5 Euro bezahlt. Ja, und wo kriege ich das dann hin? Ich verstehe das nicht. Der kommt jetzt zugeflogen mit einer Brieftaube. Da, wo gehen wir hin? Ja, warte. Hat man mal schnell gesagt, wohin die E-Mail soll. Ach, Junge, und zahlen. Wir gehen nach Paradise, komm. Mann, wer hätte das jetzt gedacht? Ja, also. So, die Bestellung wird zum 16. bis 17. Juli ausgeliefert. Sie bekommen dann eine Bestätigungsmail. Hier ist der Screenshot. Schauen wir mal, Lukas, was für ein random Account das ist, Alter. Vielleicht sind da auch Skins drauf. Man weiß. Stell dir mal vor, das ist Black Knight oder sowas, nein. Junge. Wie heißt der? Ganz genau, halt dein Maul. Lukas, hast du zufällig einen Rasierer bei dir in der Nähe? Wie du vielleicht weißt, wachsen mir nicht wirklich Barthaare aus Barthaare? Du wirst deinen Körper irgendwann mal mit irgendeinem Rasierer rasieren. Nee, es sei denn, du bist einfach ein ekelhafter Mensch. Gut, Lukas, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt erstmal gucken, dass du jetzt ganz schnell den Rasierer irgendwie bei dir sorgst, ja? Ja, und dann? Dann? Okay, das war die Aufgabe. Alles klar. Möchte ich, dass du dir die Beine rasierst. Nein! Zum Einstreifen. Ne? Nein! Digga, ich mach Sport, wo man meine Beine sieht. Nein, man sieht keinen Sport bei deinen Beinen. Man sieht den Sport deinen Beinen nicht an, das meine ich. Weil ich einfach bei der mir Boss ist auch noch einer.
Lukas, wenn ich du wärst, ist meine blaue, ja? Nö, du kannst nicht mehrere Aufgaben auf einmal geben. Du kannst nicht mehrere Aufgaben auf einmal geben. Ja, soll ich jetzt echt einen Rasierer holen, Digga? Dafür muss ich aber runter und das könnte echt lange dauern. Nur ist mir scheiße, wie lange das dauert. Okay, dann gehe ich Rasierer holen. Tschüss, yalla. Oh, ich komme nicht vorbei. Okay. Leute, da seht ihr, was Übergewicht mit sich bringt, welche Probleme. Man kommt nicht mal mehr an Greenspeed vorbei. Ey, Mann. Moment, sind wir gestorben oder was sehe ich da gerade? Hol mal meine Karte bitte. Oh. Pass auf, der hat eine Combat Shotgun. Oh Junge, Alter. Oh mein Gott, was ist das? Ja, so kann man natürlich seiner Sache auch entgehen, Lukas. Ja, als ob die jetzt dich umbringen werden. Bist du ein Opfer? Nein! Du bist das größte Opfer der ganzen Fortnite-Welt. Rasier jetzt dein Schwein. Pass auf, du brauchst gar nicht mehr mit mir reden, weil ich wegen dir 3 Etagen runterrennen musste, um jetzt meine Beine zu rasieren. Ja, ist doch in Ordnung. Leck. So, ich muss mal dazu sagen, ich habe mein Bein in meinem Leben noch nicht einmal rasiert. So, hier, Leute, pass auf. Da ist das Ungeziefer. Egal, ich schwöre, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, ganz toll, Digga. Was denn? Jetzt habe ich da so einen Streifen ohne Haare. Ich sehe das nicht, also ich kann es jetzt im Nachgang sehen, aber ich denke mal, dass es echt gut aussieht. Lukas, ich würde sagen, auf geht's, warte, Runde, Lukas, ja? Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Junge, mein Rasierer, das sieht so ekelig. Gönnt euch mal, warte. Wie viele Haare da jetzt dran sind. Ich heb mir die auf, wenn wir uns in Real Life sehen und irgendwann nochmal was aufnehmen und dann kriegst du das Aufgabe, die zu essen, du kleiner Pitschko. Lukas. Ja, ob man sie sieht, aber. Lukas, ich würde es gern weitermachen. Sieht nicht sehr lecker aus. Da waren sie. Gut, einer bei mir ist down. Ey, das ist meine, what the fuck? Wenn ich du wäre, drop die AG, AR. Ja, die AG, hier, hast du die AG. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich, pass auf, du machst ja immer diese Facebook-Streams, ja? Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich den nächsten Facebook-Stream in kompletten Winterklamotten einfach mal machen, ja? Also ich schön mit Mütze, Handschuhe auch, ganz wichtig, Digga, ja? Digga, ich werde sterben vor Hitze. Ja, ja, und das ist das Ziel? Digga, das ist zu hart, 2 Stunden, ja? Ah, komm, 1 Stunde reicht mir. Also 1 Stunde in Winterklamotten? Ja. Okay, Leute, wenn das Video online kommt bei Revi, der nächste Stream. Ja, Digga, ich werde auf jeden Fall hier nicht deine Streams pushen, Alter. Wenn ich du wäre, würde ich meine Facebook-Seite unter dem Video neben meinem YouTube-Kanal aufverlinken. Super, Lukas. Wenn ich du wäre, würde ich das natürlich jetzt für die nächsten 30 Videos den Creator-Code Revinzeit ganz oben in die Kommentare schreiben. Nö. Wo ist dieser hässliche Mr. Hanky, den ich hier getötet habe? Er ist hier im Haus. Hab ihn. Ja, meine Facecam ist, by the way, aus. Okay, Lukas. Ja? Weißt du, was mir die ganze Zeit schon auffällt? Hm? Irgendwie fehlt mir was. Was denn? An meiner Wrist, weißt du, was ich meine? Was geht ab, Berlin? Seid ihr gut drauf, oder was? Was? Ganz genau das. Danke dafür, Enno. Ja! Lukas, mir fehlt da auf jeden Fall was. Ja, an meiner was Wrist, so, weißt du? An deiner Wrist? Ich wäre gern iced out. Verstehst du mich? Beacon wie dieselbe Language, Lukas. Sieht man das? Wenn was ich du wäre, gerne? Lukas, würde ich jetzt ganz kurz mal ins Internet gehen und mir eine Rolex bestellen. Damit wir das hier mal auf ein hohes Level ziehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, normal, Digga. Ja? Ja. Machst du wirklich? Ja, klar. Darf so ein Auto sein? Es gibt auch günstige Rolex. Kannst du dir eine gebrauchte holen? Es gibt Rolex für 200-300 Euro sogar. Gebraucht. Digga, ich kaufe dir keine Rolex. Als Lukas, Leute, bitte. Jetzt nein. Machen wir richtig Aufgabe. Lukas, nein. Junge, Revi. Nö. Eine Rolex, ja? Nein, Digga. Eine Rolex, Lukas. Junge, eine schöne Rolex für meinen das Arm. Krasse, ich trage nicht mal Uhren. Musstest, was war das, Digga? Du musst dir schon mal einen Gramm Gold kaufen. Jetzt übertreibt man nicht. Ja, den habe ich immer noch nicht bekommen. Ja, den habe ich zu Hause. Kannst du jederzeit abholen, Digga. Wenn du Gold brauchst, komm ran. Ja, aber okay, wenn du unbedingt eine Rolex willst, dann kann ich aber auch in meinen Aufnahmen mal genauso krasse Sachen tragen. Ich weiß nicht, ob du vorhast, mir zu helfen oder nicht. Ist low? Hab ihn, Bruder. Ist gar kein Problem. Danke. Oh. Digga, ey. Ah ja, ja. Leute, ich würde sagen, das war's, Lukas. Ich freue mich auf die Rolex, ja? Okay. Machst du es wirklich? Ja, klar. Gut, schaust du bitte, dass die dann, bevor das Video hier online kommt, nochmal ankommt, Leute. Hier ist nochmal der Clip, Bruder, von meiner neuen Rolex. Was machen wir denn jetzt? Du wirst jetzt einfach sehen, was du davon hast, ja? Ich zeig dir jetzt die Uhr, die du mir geschenkt hast. Ey, Lukas, du bist so übergewichtig geworden. Digga, Hals. Nee, ja, muss man einfach sagen. Sorry! Ja, Leute, schön, Lukas, dass wir jetzt hier sind. Arschgeile Nummer, du. Lukas, du hast mir diese Box hier zukommen lassen, Alter. Diese Box hast du mir zukommen lassen. Doch, Dicker, willst du mich verarschen? Ich hab das Ding auf. Halt mal das Maul. Ich hab das Ding auf. Halt die. Du kleiner Dreckiger. Ich hab das Ding auf Instagram gepostet und dann hab ich. Pass auf, dann hab ich diese Box mal aufgemacht, ja? Guck mal hier. Ja. Guck mal hier. So? Ja. Willst du mir wirklich erzählen, dass ein Original Rolex Flyer. Hey, lest doch! Dass ein Rolex Flyer so aussieht, your Rolex, your Oyster. Digga, Lukas, diese Karte hier, die da drin ist, dieses Zertifikat,
Das ist der größte und billigste Fake der ganzen. Das Zertifikat hier mit der Rolex, ja, was da drin ist. Okay, Digga, willst du. Ich habe das Zertifikat doch hier zu Hause rumliegen. Nicht, das kann überhaupt nicht sein, weil ich es bekommen habe, du Affe. Ja. Das ist nicht mal ausgefüllt, Junge. Da steht nicht mal drin, wo denn diese Rolex. Lukas, ich schwöre dir. Und außerdem, kommen wir mal ganz kurz zu der Uhr, mein Freund, ja? Erstmal ist die mir viel zu groß, aber die kann man noch umstellen. Zweitens fehlt hier eine Prägung an der Seite. Und drittens. Dieses Band hier, Junge, hörst du ja, das? Ja, das Band, da habe ich halt ein bisschen Sparflamme gemacht. Lukas, Rolex selber. Ich glaube sogar, halt deine Fresse, ich glaube sogar tatsächlich, dass Submariner falsch geschrieben ist auf dem Ding. Du bist eine... Guck doch hier, das ist das Zertifikat. Halt die Fresse, hast du einfach gerade gegoogelt, du Wichser. Du hast jetzt ob ich dir eine Rolex schenke, bist du behindert oder was? Du kleiner... Also hast du... Mein Bauch schweißt. Wow. Also hast du diese Uhr nicht in Oeding-Erdl in Münster gekauft? Doch, klar. Was hat das gekostet? Digga, keine Ahnung. Ich glaube 40 Euro oder so. 40 Euro für eine Fake Rolex. Was erwartest du denn? Du bist eine, Rolex, du bist eine richtige Missgeburt, bist du. Weißt du das, Digga? Du bist das letzte Stück Alter. Du bist das letzte Stück Lukas, ich schwöre dir, du wirst dafür noch so hart kassieren, Junge. Du wirst dafür so hart kassieren, du mieses Stück. Halt deine Fresse, Alter. Junge, 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 du schleines... Lukas! Wenn du das hier gerade noch im Teamspeak hörst. Lukas, hör mir zu. Lukas! Ja! Ich hasse dich über alles, du wertloses Stück Müll, Alter. So, Leute, wenn ihr wollt, dass ich mal ein Review über die Fake Rolex mache, die ich hier bekommen habe, arschgeile Nummer... Dann lasse ich da auf jeden Fall gerne mal einen knacken. Vielen, vielen Dank dafür, Lukas. Ist echt schön, dass du mir diese Uhr geschenkt hast. Ich bin super stolz drauf. Auch hier dieses vermeintlich echt aussehende Wachssiegel scheint auf jeden Fall alles herzumachen. Ich bin raus für heute. Mir reicht's komplett. Leute, das war's von dieser Folge von Wenn ich du wäre. Und falls ihr Bock habt, eine Fake Rolex zu bestellen über Vive, sein Revlink, dann schaut unbedingt nicht auf seinem Kanal vorbei. Ich bin damit raus und werde mich jetzt mit meiner neuen Uhr, die wahrscheinlich nicht mal funktioniert, begnügen. Macht's gut in diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Ciao.